Oh, hey, oh meine Lieben. Ich möchte heute eine Botschaft mit euch teilen, die ich am 23.12. in der Nacht auf den 24.12. empfangen habe. Und irgendein Teil in mir hat das irgendwie nicht teilen wollen. Ich weiß nicht warum. Und ich werde immer wieder mit der Nase drauf gestupst, dass diese Botschaften auch auf andere Art und Weise zu mir vordringen. Und deshalb möchte ich das jetzt heute mit dir teilen, mit euch teilen. Es ist eine Botschaft von einer Seherin, von einer Großmutter. Sie nennt sich Grandmother Sees with Two Eyes. Das ist die, die mit beiden Augen sieht, sprich eine Seherin. Und sie spricht von dem Jahr 2024 und ja, wahrscheinlich auch darüber hinaus, was uns hier erwarten wird und natürlich auch, dass wir vorbereitet sind und ja, was für uns vielleicht wichtig ist zu wissen oder zu erfahren. Ich lasse euch einfach mal teilnehmen. Brüder, Schwestern, Seelenfamilie. Ich spreche zu euch, denn es ist die Zeit des Erwachens. Ihr seid alte Seelen und habt schon viele Inkarnationen, viele Leben gelebt. Die kommende Zeit wird eine Zeit der Bereinigung, der Erleuchtung und des Weckrufs. Ihr seid vorbereitet. Jedoch dürft ihr einmal mehr aus eurem Traum erwachen und die Wahrheit blicken. Mutter Erde wird sich schütteln, sie wird euch korrigieren und euch aufmerksam machen, was es bedeutet, im Einklang mit all ihren Wesen zu leben. Jene, die entfremdet und nicht verbunden sind, wird sie wie die Löwenmutter im Nacken packen und schütteln, sodass ihr erkennt, dass es etwas zu verändern gibt. Und wach werden dürft. Fürchtet euch nicht. Bleibt zentriert und verbunden. Es wird viel Arbeit geben für jene, die sich vorbereitet haben. Es wird euch allen helfen, euch mit den alten Leben zu beschäftigen, zu erlösen, was in der Angst, im Urteil oder im Unfrieden ist, sowie das Potenzial und die Vermächtnisse eures Wissens zu bergen. Ihr werdet es brauchen. Eure Brüder und Schwestern werden es brauchen. Mutter Erde wird beben, ihre Positionen verändern. Die Wasser werden sich erheben und ihr werdet wieder als Menschenstamm zusammenrücken. Viele von euch nehmen ihren Körper mit bei diesem Aufstieg. Andere lassen ihn zurück und steigen auf diese Weise auf. Ihr seid erst am Anfang dieses Zyklus, welcher 2020 begann. Ihr werdet euch als Menschenfamilie erheben, was viele Unruhen mit sich bringt. Stellt es euch vor als großes Reinemachen, als Renovierung und Sanierung eures Selbst, nein, eures Seins. Alles, was auf Sand und äußeren Schein gebaut ist, wird zusammenbrechen. Alles, was auf dem Fundament der großen Gesetze des Regenbogenstammes aufgebaut ist, wird tragend. Die Gesetze der weißen Büffelkalbfrau, die Gesetze des Moses sind tragende Kräfte. Auch sie werden erneuert und den Zeiten entsprechend überarbeitet werden. Dennoch bieten sie die Grundsteine eurer Zukunft. Wisset, dass dieser Wandelzyklus nicht mit 2024 endet. Es folgen weitere 7 Jahre, in denen ihr die Themen eurer Chakren Jahr für Jahr ausgleicht und durchwandert, um sie im 8. Jahr mit dem 8. Chakra in ein vereintes Chakra zu verschmelzen. Da stehen eure Füße auf einer neuen Erde und leben das für euch angedachte Leben des Friedens und als Hüter von Mutter Erde. Ihr werdet die Schönheit in allem erkennen und ehren, welche euch umgibt. Ihr werdet eure Brüder und Schwestern erkennen und ehren als eure Seelenfamilie, egal welcher Nation und Farbe. Ihr werdet eure Brüder und Schwestern der Tierwelt erkennen und als Gefährten lieben und beschützen, so wie sie euch schützen und stärken und sich euch voller Hingabe zuwenden. Erwachet und lebt ein ehrbares Leben,
im Verbund, in Gemeinschaft. Fühlt eure Zugehörigkeit und erlöst die Entfremdung. Bis dahin seid stark. Geht aufrecht und lebt, wofür ihr gekommen seid. Ihr legt den Samen für die nächsten Generationen. Für alle meine Verwandten. As long as the grass grows and the river flows. Aho.